Damit herzlich willkommen zurück auf Berg, meine Chicos und Chicas draußen. Der Sky ist am Start, ganz weg. Diese kleine Runde Let's Play zwischendurch gedöns. Hat der letzte Folge, hat euch gut gefallen. Und diese Folge wird jetzt ein bisschen anders werden. Denn ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt. Das heißt, ihr müsst nicht mehr ganz so die gelangweilte Version sehen. Und die Kamera ist nicht richtig eingestellt. So. Das sieht schon besser aus. Zum einen öffnen wir erstmal unser neues Päckchen hier. Und wir haben eine Rune. Ein Kollektivding. 50 Holz. 50 Fisch. Und ein Reißzahn. Na, super geil. Das suchen wir gerade. Jetzt sind wir gerade am Suchen, du Schwein. Dumme Kacke. Okay. Platzieren wir doch erstmal hier hin. Kaufen tue ich es nicht, danke. So, in 5 Stunden können wir uns das nächste holen. Was ihr noch sehen könnt, ich habe 2 Fürster der Tode, beide auf Level 18. Weil ich halt 4 Level 18er brauche, um das hier halt fertigstellen zu können. Und dann habe ich noch eins. Und wir sind gerade auf der Suche nach dem hier. Und wie ihr sehen könnt, verdammt nicht nur eins. Ja, hat sich einiges geändert. Aber wo sind denn die ganzen Häuser für die Wikinger hier? Die habe ich hier drüben jetzt verschanzt. Das habe ich neu freigeschaltet, das Gebiet. Dann habe ich es halt direkt hier rüber geschmissen. Und unser neuestes Ei ist in 10 Minuten fertig. Auch gut. Und wir sind in 20 Minuten zurück. Gibt gerade nicht viel zu tun. Außer natürlich, ich habe hier gesehen, eine wichtige Aufgabe, weil die hier rot gekennzeichnet ist. Und deswegen klicken wir jetzt mal schnell auf diesen roten, was ich extra für euch, worauf ich gewartet habe, für euch. Und dann klicken wir mal. Ah, ich will ein paar Fische loswerden, wäre mal geil. Ja, ist hier auf Level 18. Den habe ich, den Regenschneider habe ich gefunden. In so einem Päckchen. Also wenn ihr mal sehen wollt, was ich eigentlich gerade so, Sammlung. Mein Besitz. Den riesenhaften Alttraum, Kronkel habe ich, den schrecklichen Schrecken habe ich auch, Glutkessel habe ich. Den Rauchverschwinderqualm. Ich dachte, das wäre so ein großer Drache, das ist ein ganz kleiner Drache irgendwie. Der flüsternde Tod. Huch. Achso. Einen tödlichen Nader habe ich gerade gefunden, den bin ich gerade am Ausbrüten. Den habe ich, einmal gefunden und einmal aus einem Dingens gezogen. Den habe ich aus dem Päckchen gezogen. Den habe ich gerade aus dem Päckchen gezogen und suche den gerade. Und den hier habe ich mit einem Tausch erhalten. Die exotische Variante. Weil der hier sammelt nur Fisch. Während der andere halt Holz sammelt, sammelt er Fisch. Deswegen habe ich einfach beide behalten. Und halt den anderen dafür weggemacht. Könnt ihr mal sehen hier, den Glutkessel habe ich dafür weggemacht. Weil der hat halt nicht so viel krass Fische gefunden. Hier 4500 pro Stunde. Dann haben wir noch, weil ich dachte, der wird größer, habe ich den hier trainiert, weil den auf Level 18 waren. Aber es ist ja wirklich nur so ein kleiner Pups, ja. Habe ich dann doch so keinen großen Bock drauf gehabt. Dann die schnappende Falle, wie gesagt, gefunden. Ein Päckchen gefunden. Und dann unseren kleinen, ja, Humpener Grunzer. Und ich habe meine Freundin, die Bloody Rose, jetzt dazu angestiftet, ist auch zu zocken, wie blöd. Gucken wir mal. Das ist Berg. Die Gerüchte stimmen. Das Dorf ist riesig. Und sieh dir nur all diese Rohstoffe an. So könnte ich die Insel der Verbannten auch aufbauen. Oder wir stehlen einfach alles von Berg. Ich werde nicht umsonst Alvin der Heimtückische genannt. Raubzug im Anmarsch. Hicks, denk daran, was Hau drauf dir beigebracht hat. Wie könnte ich das vergessen? Er hat mir immer 6-mal am Tag gesagt. Er hat mir immer 6-mal am Tag gesagt, ein Häuptling beschützt seinesgleichen. Ich werde ein paar Drachen losschicken, um den Raubzug aufzuhalten. Ha! Sieh doch, da kommt Hau drauf, schändlicher Bengel.
Der hilflose Hicks versucht wohl, den mächtigen Alvin aufzuhalten. Flotte 1. Gewinne Rohstoffe und Gegenstände, um Verteidiger zu retten. Start. Oh. Okay. Ja. Wähle 2 der auf Berg platzierten Drachen, um den Raubzug aufzuhalten. Die stehen uns nicht zur Verfügung hier. Ah, die werden Level 12 benötigt, um zu kämpfen. Okay. Gut zu wissen. Dann würde ich auf jeden Fall einmal... Der ist gerade unterwegs, ne? Den kann ich, glaube ich, nicht einsetzen. Machen wir einfach mal das, glaube ich. Erfolgschance hervorragend. Okay. Ich kann anscheinend nicht zurückgehen. Okay, was auch immer. Gucken wir mal, unser erster Kampf. Na, nun gut, Kumpel. Es gibt 2 Schiffe in der Flotte. Erkunden wir sie, um herauszufinden, womit wir es zu tun haben. Das ist das Flaggschiff. Wenn wir es versenken, ist der Raubzug vorbei. Das ist ein Räuberschiff. Es ist nicht so widerstandsfähig wie ein Flaggschiff. Gut zu wissen. Verteidige Berg. 3, 2, 1. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wow, das Flaggschiff. Es hat auf Berg gefeuert. Ich wette, diese Salve hat sogar Muffe aufgeweckt. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Verwenden wir das Katapult. Ein Treffer. Aber dieses Flaggschiff ist zu robust für nur einen Katapult. Hierfür brauchen wir einen Drachen. Drachen greifen immer das nächstgelegene Schiff an. Warum sollte ein Drache den ganzen Spaß haben? Schicken wir einen zweiten her. Ja, das ist ein Nahkampf und das ist ein Fernkampf anscheinend. Versenke ein Schiff der Flotte, um das Flaggschiff zu schwächen und erhalte dadurch mehr Energie für den Kampf. Boots, du Schwein! Versenkt. Sieg! 1, 2, 3 Schlüssel. Wofür auch immer. Weiter. Oh, der ist gepanzert oder was? Okay, wir brauchen auf jeden Fall mega mäßig starke Drachen. Also wenn uns solche Schiffe angreifen werden, dann leck mir am Arsch, Alter. Hicks hatte dieses Mal Glück, aber wir haben mehr Schiffe. Berg hat die Verbannten nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses? Yeah. Das hier? Okay. Und den hier. Cool. Ja. Gut. Dann haben wir das, was wir gerade eingenommen haben, wieder ausgegeben. Ich kann nicht sagen, wer uns dieses Mal angegriffen hat. Aber etwas schien anders an diesen Räubern zu sein. Egal. Die werden so schnell nicht mehr aufkreuzen. Ach, wem mache ich was vor? Räuber kommen immer zurück. Dafür sind sie bekannt. Und wir sind dafür bekannt, Berg zu beschützen. In einer Minute greift der nächste an und der war's. Was stimmt nicht mit dir? Ich glaube, es hagelt. Kleiner Weißler, was willst du denn? Also, Rotzbacke, erklär mir noch einmal genau, was mit deinem Haus passiert ist. Tja, ich habe was Besonderes für jemanden Besonderen gemacht und brauchte besondere Materialien. Kurz gesagt, es war besonders brennbar. Rotzbagge hat also sein Haus abgebrannt.
weil er einem jungen Mädchen den Hof machen will. Es hat sich viel verändert, seit ich auf Freiers Füßen wandelte. Okay. Dann können wir jetzt Rotzbackes Haus aufbauen. Oder es auch sein lassen. Aber wir haben halt genug Fisch. Aber was wir machen könnten... Level 52 darf er mal Fisch sammeln. Ich glaube, es hackt jetzt. Boots, Alter. So, naja. 275 Holz, was auch ever. Was auch immer das jetzt war, aber okay. Da brauche ich jetzt wieder Holz. Du bist also ein Holzsammler, ja? Wollen wir gleich mal gucken, wie viel du sammeln kannst auf einen Schlag. Weil ich bis jetzt sehr gute habe. Der hier, der Grogge, der macht 5040 in der Stunde. Der hier 6000. Na gut, den hier könnte man vielleicht austauschen. Den schrecklichen Schrecken. Dann haben wir hier einen, der macht die 5300 Fische. Greift schon wieder an. Dieses Mal sind wir auf diesen Drachen vorbereitet. Wenn man einen Häuptling schaden will, muss man seinem Dorf schaden. Und damit die Verbannten was zwischen die Kiemen bekommen, muss Berg überfallen werden. Hau drauf mag mich vor Jahrzehnten von Berg verbannt haben, doch es kommt mir immer noch so vor, als wäre es gestern gewesen. Berg wird bezahlen. Medaille 5. Die sind jetzt für ein paar Minuten nicht mehr einsetzbar, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja gut, wir haben noch ein paar andere. Dann machen wir einfach mal die beiden hier, ne? Würde ich sagen, schicken wir aber die beiden jetzt mal in den Kampf. Verteidige Berg. Jetzt erkunden. Überspringen. Ein gepanzertes Schiff. 17er Stärke. Level 2. Okay. Überspringen. Verteidige Berg. 3, 2, 1. Boots, Alter. Okay. Direkt rausschicken. Attackieren lassen. Okay, ich komme nicht so ganz zurecht mit der ganzen Gedönse, aber... Boom, Alter. Yeah, sweet. Okay, das hat funktioniert. Läuft ja einigermaßen. Sieg. Das sind unsere Punkte und die können wir also einsetzen hier, okay. Weiter. Jetzt haben wir wieder 3 Schlüssel und können damit 3 Truhen öffnen. Dann gucken wir mal, was wir da jetzt kriegen. Aha. Wenn du sie nicht mit Stärke besiegen kannst, musst du sie mit List besiegen. Wenn du sie generell nicht besiegen kannst, dann such das weiter. Okay, wir nehmen diese Truhe, 125 Holz, diese Truhe, 125 Fisch und diese Truhe. 2 Runen. Nein. Noch 125 Fisch, naja. Einsammeln. Higgs, du leistest gute Arbeit bei der Abwehr der Raubzüge, aber vergiss nicht, das Leuchtsignal zu verwenden, um deinen Drachen zu leiden. Wähle einen Ort, an den du die Drachen schicken willst, und gib das Leuchtsignal. Sie werden sich direkt dorthin begeben. Gut zu wissen, merken wir uns fürs nächste Mal.
Jetzt gehen uns aber langsam die Drachen aus, Alter. Wie viele kommen denn von diesen flotten Dingern? Dann hab ich noch eins. So, 2 Stunden da. Das noch 7 Minuten, dann ist ohne Zahn zurück. Ich würde sagen, auf den warten wir auf jeden Fall. Weil den möchte ich auch gerne mal im Kampf erleben. Und dann schauen wir mal, wie viel wir heute noch so reißen werden. Wann habe ich da angefangen? 15. Ach, habe ich ja gleich 15 Minuten voll. Das heißt, ich muss gleich die Aufnahme erstmal beenden. 19 habe ich angefangen, plus 15 sind 20. 34. Jo, dann muss ich gleich aufhören. Dann habe ich meine 15 Minuten voll. Das heißt, ich beende jetzt schon mal hier die Folge. Bedanke mich erstmal soweit fürs Zusehen. Ansonsten schreibt alles in die Kommentare. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch 1-2 Folgen aufnehmen. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss.